Winkelsummensatz für Vierecke. Ich habe hier mal ein Viereck aufgemalt mit den Punkten A, B, C und D. Bei A liegt Alpha, bei B liegt Beta und bei C liegt Gamma, bei D Delta. Ne? Alle Winkel zusammen, der Winkelsummensatz eines Vierecks ist immer 360 Grad. Alle Winkel zusammen ergeben 360 Grad. Das können wir ja schon mal hier reinschreiben, insgesamt alle, ne? 360 Grad, wenn man alle Winkel zusammenzählt. Das ist die Summe, ne? Summensatz heißt das ja. Genau, Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta sind 360 Grad. Sagen wir mal, der Alpha-Winkel wäre hier 90 Grad. Der Beta-Winkel wäre 60 Grad. Und Gamma wäre 70 Grad. Jetzt fehlt uns ein Winkel, ne? Delta. Delta wollen wir errechnen. Dann ziehen wir, weil wir wissen, 360 Grad sind alle Winkel zusammen, ziehen wir Alpha, Beta und Gamma von diesen 360 Grad ab und erhalten dann Delta. Also schreiben wir hier hin. Ein bisschen zur Seite. 360 Grad. Minus 90 Grad für Alpha, ne? Minus 60 Grad für Beta. Dann Beta. Minus 70 Grad für Gamma ist gleich 360 minus 90 minus 60 minus 70, herauskommt 140 Grad. 140 Grad ist Delta, ne? Delta ist somit 140 Grad und somit könnt ihr es errechnen. Wenn ihr also einen vierten Winkel errechnen wollt, braucht ihr immer drei Angaben. Drei Winkel braucht ihr, um den vierten Winkel dann zu errechnen. Genau, das war's schon zum Thema Winkelsummensatz für Vierecke.